Der Landkreis Landsberg am Lech. 31 Gemeinden, 120.000 zufriedene Menschen. Im Osten der Ammersee, in der Mitte, schlängelt sich der Lech wie ein Sauschmanzel durch diese herrliche Landschaft des Voralpenlands, durch den Landkreis Landsberg am Lech. Die Moränenlandschaft zwischen Lech und Ammersee, die Berge zum Greifen nah. Auf Wander- und Radwegen kann man den ganzen Naturreichtum in diesem Landkreis erleben. Viele großartige Kirchen berühmter Baumeister hat der Landkreis zu bieten. Und überhaupt ist das Ammersee-Westufer ein Künstlerstandort. Die Zinngießer sind hier daheim, ebenso die Töpfer und Keramiker. Ja, unser schöner Landkreis Landsberg hat so unglaublich viele Facetten. Jedes Jahr an Christi Himmelfahrt wird hier zum größten Töpfermarkt Süddeutschlands geblasen und zigtausende kommen. 400 Keramiker aus halb Europa bewerben sich jedes Jahr für die 150 Standplätze direkt am See. Und jetzt rauf aufs Boot und hart am Wind im Schwänzgalopp über den See. Der Ammersee ist ein Paradies für die Wassersportler. Die Kanuten des Ammersee-Gymnasiums. Ja, Rudern ist ihr Unterrichtsfach. Ein Gymnasium mit Seeblick und einer eigenen Haltestation der Ammerseebahn. Wer hat schon sowas? 800 Schüler lernen in diesem modernen Gymnasium für die spätere Karriere. Der Landkreis Landsberg ist auch beliebt als Urlaubsland und hat im Sommer einiges zu bieten. Wenn die Sonne runterbrennt, ist es in den kühlen Fluten des Lechs recht angenehm. Und am Ufer kann man sich fühlen wie an der Copacabana. Mit dem Kanu den Wasserfall hinunter. Meeresbrandung hat man gleich daneben, im Landsberger Inselbad. Eine Wellenrutsche hat man hingegen im Sommerbad in Teining. Ein bisschen Attraktion muss schon sein. Schwimmbecken allein ist heutzutage langweilig. Das Lechtalbad in Kaufering punktet mit einem biologischen Filter, also mit chlorfreiem Badewasser. Nichts mehr Augenbrennen beim Tauchen und im Hallenbad lockt eine 63 Meter lange Rutsche. Kaufering, die drittgrößte Gemeinde im Landkreis, mit einem der größten Arbeitgeber direkt vor der Haustür. Die Weltfirma Hilti, die Spezialisten, wenn es ums Bohren, Meißeln, Dübeln oder Schrauben geht. Ja, der Landkreis ist ein bevorzugter Wirtschaftsstandort, weil hier die Infrastruktur stimmt. Der größte Kreisverkehr Deutschlands ist der Anschluss an die große, weite Welt. Der Global Player Delo zum Beispiel hat sich direkt neben der A96 niedergelassen. Das Unternehmen produziert Hightech-Klebstoffe für den Automobilsektor, die Unterhaltungs- und Optoelektronik bis hin zur Luftfahrt. Die Hirschvogel Automotive Group in Denklingen, einer der größten weltweit operierenden Automobilzulieferer, mit einer sagenhaften Erfolgsgeschichte. Dieser gemütliche, etwas rundliche Herr, der Anton Hirschvogel, war einst der Dorfschmied. Zusammen mit seinen beiden Brüdern schmiedete er Ideen und so entwickelte sich aus dieser kleinen Produktionshalle mitten im Dorf ein Weltunternehmen mit 1 Milliarde Umsatz, ist heute der größte Arbeitgeber im Landkreis. Und gleich noch eine Erfolgsgeschichte. Auch die Firma Rational im Westen von Landsberg am Lech, weltweiter Technologieführer von Kombidämpfern, entwickelte sich aus bescheidenen Anfängen. Als Siegfried Meister vor 4 Jahrzehnten begann, waren es gerade einmal 18 Mitarbeiter. Heute sind es 2200. Die begehrten Kombidämpfer aus Landsberg sind heute Standard in den Profiküchen der Welt. 140 Millionen Speisen werden jeden Tag rund um den Globus mit Rationalgeräten aus Landsberg zubereitet. Geschmackige Speisen, bei deren Anblick einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Königlich bayerisches Bier wird auf Schloss Kaltenberg gebraut, vom Prinz Luitpold von Bayern, der
der immer im Juli die Zeit der edlen Ritter auferstehen lässt und das größte Ritterturnier der Welt veranstaltet. Mittelalter-Atmosphäre und Biergartenkultur, Tradition und Brauchtum, das ist es, was diesen Landkreis so liebenswert macht. Zwischen Lech und Ammersee gibt es so eine reiche Geschichte, so viel Traditionen und Brauchtum. Auch die Volksfrömmigkeit ist in diesem Landstrich noch lebendig. Hier wird das Kirchenjahr noch gelebt. In den Dörfern herrscht ländliche Idylle. Und die 1000 Bauern gibt es im Landkreis noch. Das kulturelle Zentrum, die Kreisstadt Landsberg im Lech, wo es jedes Jahr ein Filmfestival gibt und wo alle 4 Jahre ein historisches Heimatfest mit 1000 Kindern die Geschichte der Stadt aufrollt. Drumherum die steinernen Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Mittelalterliche Altstadtromantik, wohin man auch schaut. Anziehungspunkt für Touristen und Neubürger. Alles in allem ein Wohlfühlstandort, dieser Landkreis Landsberg am Lech.